Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin wieder in meinem Garten, ich habe wieder wunderschönes Wetter. Ich saß ja in meinem letzten Video genau an dieser Stelle und habe sehr viel gesprochen über den Garten, über den Kanal, über mich selbst, sehr viel Privates preisgegeben, was für mich persönlich ein sehr mutiger Schritt war. Dieser Mut wurde belohnt, es gab unglaubliche Reaktionen von euch da draußen. Ich habe auf noch gar keine Nachricht geantwortet, gar keinen Kommentar geantwortet unter diesem letzten Video von mir, waren über 70 an der Zahl. Unglaublich, was ihr da geschrieben habt. Das sind richtig, richtig lange Kommentare, sehr berührende Worte, sehr mitfühlende Worte, mutmachende Worte. Alle Kommentare durchgelesen und das hat mich echt baff und sprachlos gemacht. Ich habe noch bisher auch noch auf gar keinen Kommentar geantwortet, bis auf einen YouTube-Post über den Community-Tab, wo ich mich auch schon bedankt habe, aber ich wollte das jetzt nochmal über ein Video tun. Ihr seid echt großartig. Es freut mich, dass es so viele tolle Menschen da draußen gibt, die auch mir ein bisschen mehr von dem aufzeigen, woran ich immer glaube. Und auch Hoffnung und Glaube sind deutlich zurückgekehrt. Ich kann wieder lächeln. Eigentlich wollte ich heute nur ein Gartenvideo drehen, so hat das Video auch schon angefangen. Aber es ist so, dass ich gar nicht groß loslegen möchte heute. Für alle auf meinem Kanal, die vielleicht die Videos aus dem letzten und auch diesjährigen Jahr noch nicht gesehen haben, die sich um Terra Preta drehen. Es gab ja schon zuletzt ein Video von mir zu den Beetvorbereitungen. Das hat ja alles so seinen Ursprung und ich habe ja so einen ganz eigenen Mix, aber ich habe mir das Thema Terra Preta vorgenommen, für euch ausgearbeitet, wie ihr euch selber die Terra Preta in eure Beete holt. Terra Preta ist das schwarze Gold. Dafür braucht es verschiedene Bestandteile und wie ich gerade im Video schon angefangen habe, war ich unterwegs, habe Holz geholt, habe wieder vor, ein bisschen Feuerchen zu machen, Aktivkohle herzustellen. Das ist halt ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Aber ich möchte jetzt gar nicht so viel palabern. Ich möchte einmal darauf hinweisen, gleich im Anschluss könnt ihr euch gerne mal durch die Videos bei mir klicken, die ich euch auch jetzt nach und nach verlinke und verlinkt habe. Oben in der Infobox, da oben. Ich hatte ja auch den Sven zu Besuch. Wir haben ein bisschen Feuer gemacht, gegessen und so kann man quasi das Vergnügen mit der Aktivkohleherstellung verbinden. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Da war eine Menge Spaß mit verbunden und es macht so eine Freude, der Erde etwas Gutes zu tun, dass ich euch das auch echt nur empfehlen kann. Ich habe dieses Jahr auf jeden Fall super, super viele Würmer in meinen Beeten, die auch echt ein Fest feiern, wenn da wieder Nahrung in die Beete kommt. Und diese Terra Preta-Vorbereitung und diesen Weg, das ist auf jeden Fall genau das Richtige für eine richtig gute Humusphäre, wie ich so schön schon gesagt habe. Da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel verbinden, aber eins führt immer zum anderen. Jetzt sind wir wieder bei den Humushütern. Also Terra Preta ist das andere. Es gibt natürlich verschiedene Strategien, die man verfolgen kann in der Permakultur. So der richtige Weg, das ist eigentlich nur euer eigener und ihr müsst euch überall rausfischen, das, was ihr für euch am sinnvollsten haltet, was ihr gut findet oder wo ihr sagt, das möchte ich mal ausprobieren, mal gucken, wie es eigentlich ist. Denn ohne direkten Kontakt, direkte Erfahrung fehlt einem so viel und andersrum, wenn man es direkt ausprobiert, hat man, und das garantiere ich euch, auf jeden Fall Aha-Momente, wo man dazulernt und ja, wie gesagt, das ist bereichernd, kann ich euch nur empfehlen. Zum Terra Preta übrigens noch. Ich kann mich erinnern, ich war sogar los bei uns am Deich Schafsködel sammeln. Das werde ich, glaube ich, nicht wieder tun. Das ist ein echt großer Aufwand gewesen. Da war ich ja mit Rad unterwegs und Anhänger. Das heißt großer Aufwand, das war schon spaßig. Aber ich musste ein paar Kilometer fahren. Das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt gerade mal in die Richtung gucke. Und ich weiß nicht, ob es auf dem Video drauf ist. Vorne habe ich das Pferd gehört. Wir haben eine Pferdekoppel hier nebenan, da kriege ich jetzt das verwertbare
Naturprodukt. Also hier noch ein paar Aufnahmen. Genießt es. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag, einen schönen Montag, einen schönen Dienstag, einen schönen Mittwoch, einen schönen Donnerstag, einen schönen Freitag, einen schönen Samstag, wie auch immer. Und nächstes Mal gibt es mit Sicherheit wieder mehr Praxis von mir. Tschüss, euer Lars. Oh oh. Klaus, kennst du das? Ich rutsche hier gerade in den Stuhl rein.